Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars im Multiplayer. Wieder mal die GT3 Klasse. Aber wir starten hier direkt feucht und fröhlich. Wer fährt da vorne links raus? Kann ich hier rechts rüber? Ich glaube wohl, das passt. Alles klar, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hockenheim ist am Start. Oh, 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 da wird schon gedrückt und gedrängelt hier. Links ist einer neben uns, rechts wahrscheinlich auch. Oh, ist das alles wieder hektisch und stressig. Hockenheim, gerade reingekommen in die Lobby und zack, sieht man hier. Rennen GT3-Klasse verfügbar. Ein paar rammen sich hier weg. Ich guck mal eben, dass ich schnell die Namen ankriege. Hoffentlich klappt das. So, vielleicht, so, nicht, nein. Da, da sind sie, alles klar. So, jetzt haben wir im Z4 GT3 sitzen, schon den R8 an der Backe kleben, am Auspuff. Guckt euch das an. Wow, hier links ist ja noch einer. Ach du Scheiße, ich hab Angst. 3 wide. Ich bremse auch von mir aus mal ein bisschen früher. Das ist mir ganz egal, aber wir sind wirklich gerade mal 3 wide komplett. Und ich habe hier keine Möglichkeit. Ich muss hier irgendwie rechts rüber. Ich lasse aber die beiden vorbei. Alter Schwede, das war jetzt mal geil. Der hinter uns, der hat... Also der Audi hat mir die ganze Zeit schon Kopfschmerzen gebracht. Aber dann haben wir noch einen neben uns. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Jetzt war schon wieder einer neben uns. Den musste ich natürlich jetzt... Muss ich immer noch ein bisschen Platz machen. Beziehungsweise Platz lassen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er immer noch. Ach du Scheiße, ey. Und schon wieder einer neben uns. Wo kommen die denn alle her? Wo kommen die denn alle her? Ah, jetzt muss ich mal eben das hier wieder so richtig machen. Damit wir auch sehen, wo wir sind. Wir sind gerade 10. von 12. Und das kann sich hier gerne alles mal ein bisschen setzen. Ich finde es nämlich arg stressig. Jetzt kommt erstmal der Z4 von der anderen Seite wahrscheinlich. Ne, hinter uns rechts. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist direkt neben uns. Der wird uns gleich rausschießen irgendwie. Also natürlich nicht mit Absicht, aber... Ey, kann das denn sein? Wo ist der denn? Da ist er. Der war jetzt die ganze Zeit im toten Winkel. Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse, ist der tot, der Winkel. Oh, Entschuldigung. Da habe ich ihn leicht angestupst und deswegen konnte er wegen mir nicht nach rechts einlenken. Ach, es ist noch nicht ganz optimal. Die Kollisionen verursachen halt immer noch so einen Schiebmoment irgendwie. Also sobald Kontakt besteht, untersteuern einfach beide und fahren nur noch geradeaus. Es wird kein Lenkmoment mehr angenommen oder so. Ich hoffe, er ist nicht allzu böse mit mir. Aber hey, ist nur ein Spaßrennen. Es geht auch nur 5 Runden, es wird halt wieder ein kurzes Video. Ich würde auch gerne mal andere Klassen zeigen können. Aber es gibt halt leider keine Server, die andere Klassen auch mal fahren. Es fährt jeder, habe ich das Gefühl, fährt GT3. Und wenn du da mal selber was aufmachst, was klein ist, dann kommt keine Sau rein. Deswegen, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie eine Project Cars Lobby für mich zu hosten, sagt einfach mal Bescheid, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Meine Internetverbindung ist nur eine 6000er. Deswegen bringt das nicht wirklich viel, wenn ich da eine Lobby aufmache, es sei denn, wir fahren mit 2-3 Mannequins oder so. Aber das ist ja auch langweilig auf Dauer. Deswegen, wenn jemand Bock hat, mit einer guten, steilen, schnellen Internetverbindung da ab und zu mal irgendwie einmal die Woche für uns eine Lobby aufzumachen, sodass wir da alle rein können und zocken können, dann hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf. Und dann kann er sich einfach mal melden. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Da ist schon wieder das Zeichen, dass wir in die Box müssen. Was natürlich nicht stimmt, weil wir haben genug Sprit, wir haben genug Reifen. 4 Stück nämlich. Das dürfte ja wohl reichen. Scheiße. Ah, verdammt. Gut, dass er so einen Abstand hatte, so einen Vorsprung, sonst wären wir dem schön hinten reingedonnert. Oh, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Das war ja seltsam.
Ah. Man darf sich nicht auf die anderen verlassen und auch nicht auf deren Bremspunkte. Es sind genauso Noobs dabei wie ich auch. Natürlich nicht alle. Sehr weit raus, aber nicht so weit wie der Kumpel da vor uns. Können wir ein bisschen Zeit aufholen. Guck mal, wie weit das Feld vorne weg ist. Ey, scheiße. Neunter von 12. Die sind alle ziemlich weit vorne. Da kommen wir wohl nicht mehr ran hier in den letzten Runden. Allerdings habe ich jetzt mal hier den Bremspunkt einigermaßen gekriegt. Dafür die Linie, die Kurve nicht schön genommen. Und auch noch im zweiten Gang versucht rauszubeschleunigen. Das ist natürlich alles nicht so ganz geil. Versuch die letzte Kurve gut zu nehmen und nutzt den Bla um Bla. Ne? So, jetzt aber. Jetzt war er auf dem Kiesbett. Wir haben mehr Geschwindigkeit. Können uns ein bisschen drankämpfen hier. Oh, 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 da ist noch ein potenzielles Überholopfer. Der uns sogar schon Platz macht. Da steht noch einer rum. Und zack, bist du Siebter und du weißt gar nicht, woher es kommt. Mann, nehmt mal diese Curbs, die haben eine richtige Kante am Rand, ey. Die schicken einen sowas von durch die Gegend. Jetzt oder nie hol dir den Sieg. Wo soll denn der Sieg bitte sein? Ich bin Siebter. Von hinten ist Druck. Vorne ist kein Druck. Crash-Test-Driver kommt auch noch von hinten. Ja, super. Dann ist der Dummy also einiges gewohnt. Ich mache direkt mal Platz hier. Aber bin eigentlich gerade auf der Kampflinie, oder wie nennt man die, ne? Auf der Verteidigerlinie. Und da geht er ein bisschen mehr ab in der Beschleunigung. Warum ist das eigentlich so? Ah, actionreich, actionreich. Herrlich, herrlich. Wir haben noch 20 Sekunden, um ins Ziel zu kommen, bevor die Session zu Ende ist. Ja, es wird noch eine ganz knappe Geschichte. 9, 8, das dürfte aber reichen. Kommen wir zumindest ins Ziel als 8er von 10, die im Endeffekt noch übrig geblieben sind. Ich glaube, mit 12 sind wir gestartet. Ah, das ist doch was. Ach ja, man kann ja noch weiterfahren hier. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Hier gibt es die Ergebnisse und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.